Mein Name ist Annette Kipnowski. Ich male Porträts und mein besonderes Interesse gehört der Porträtierung älterer Menschen, weil ältere Menschen in ihren Gesichtern ihre Geschichte zeigen und Geschichte widerspiegeln. Und natürlich nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten. Und dieser biografische Aspekt ist das, was mich daran so sehr reizt. Dieses Einzelporträt zeigt in besonderer Weise gelebtes Leben. Diese Dame habe ich kennengelernt im Altersheim, habe sie gebeten, ob ich sie malen darf. Und daraus entwickelte sich eine, kann man fast sagen, Freundschaft. Ich habe sie 3 Jahre lang jede Woche besucht. Sie hat mir ihr Leben erzählt, das insgesamt 92 Jahre dauerte. Ich habe dann auch erlebt, als sie starb. Wenn ich einen Menschen besser kenne, den ich dann male, kann ich natürlich auch das Wesen viel intensiver darstellen. Das ist nicht immer möglich. In diesem Falle aber ging es. Ich habe ja eine sehr positive Situation gewählt, in der ich sie gemalt habe. Man merkt nicht, dass die Frau blind ist. Das sieht man in anderen Bildern dann eher. Aber ich habe auch diese positive Stimmung einfach festhalten wollen. Ich male sehr gerne Einzelporträts. Aber auch die szenische Darstellung hat für mich einen ganz besonderen Reiz. Das möchte ich Ihnen an dem Bild hinter mir erläutern. Das Triptychon heißt Das Leben des TOS. TOS ist dieser alte Mensch, der alte Herr, im linken ersten Bild. Er hat die Augen geschlossen und er träumt. Es zieht sein Leben an ihm vorüber. Er hat den Ersten Weltkrieg miterlebt, er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, er hat geheiratet, er hat Kinder bekommen und es ist so, dass er kurz vor seinem Ende steht. In seinem Leben haben Tod und Liebe eine Rolle gespielt, aber man sieht, es ist ein eher düsteres Bild und so ist auch ein bisschen sein Leben gewesen oder so hat er es zumindest wahrgenommen. Für mich war es sehr wichtig, mich mit der Biografie auseinanderzusetzen und ich habe auch Kinderbilder und Bilder aus seinem Leben benutzen dürfen und habe es zusammengestellt in dieser Collage, wenn man so will. Und diese Collage enthält sehr viele Details, die man beim näheren Hinsehen dann erkennen kann, wie zum Beispiel die Soldaten, die Kinderklasse, aber auch eben ein Kreuz auf dem Friedhof. Ich lege jedes Porträt zunächst farbig an. Später gehe ich mit Weiß und Grau und vor allen Dingen mit Schwarz drüber und das ganze Bild verliert seine Farbe. Das heißt, es verliert die Farbe nicht, aber wir sehen sie nicht mehr. Wir sehen sie nicht mehr bewusst, aber unsere Augen nehmen es wahr, sodass das Porträt am Schluss nicht leblos wirkt, sondern darunter eigentlich das Leben ist und das wird auch in dem Porträt am Ende spürbar, auch wenn man die Farbe dann nicht mehr sieht. Hier sieht man bereits deutlich, dass die Grautöne überwiegen, also dass es ein monochromes Bild wird, während hier an dem anderen Auge noch die Farbe überwiegt und die Konturen noch unklar sind. Am Schluss wird alles monochrom sein und ich zeige es mal. Es erfordert natürlich eine häufige Überarbeitung. Am Schluss verschwindet die Farbe komplett und wir nehmen sie nur noch im Unterbewussten wahr. Hier ist noch ein weiteres Bild, an dem ich male. Sie sehen, es ist noch an einigen Stellen äußerst farbig, an anderen beginnt es schon monochrom zu werden und ich werde es so verändern, dass am Schluss nur noch Grautöne zu sehen sind, aber unser Unterbewusstes nimmt durchaus die Farbe darunter wahr und macht das Bild dadurch im Eindruck lebendiger. Es sind viele Schritte nötig, bis man an dem Punkt ist, der einem gefällt, aber das gilt ja für alle Bilder.
Ich bin ja Geschichtenerzählerin. Und diese Geschichten handeln eigentlich immer von Menschen. Und das sieht man auch auf meinen Bildern, in den Einzelporträts oder in szenischen. Aber es gibt auch Geschichten, die von Menschen handeln, aber in den Bildern sieht man sie nicht direkt. Und dieses ist ein Beispiel dafür, für eine Geschichte, die von einem Menschen handelt, den Sie aber hier nicht sehen. Diese Serie von Bildern heißt 7 Pounds. Sie geht zurück auf einen amerikanischen Film, der 2008 in die Kinos kam mit Bruce Willis. Es handelt von einem Menschen, der 7 Leben auf dem Gewissen hat durch einen Verkehrsunfall. Und dieser Mensch möchte das wieder gut machen, indem er 7 Teile von sich spendet. Das erste ist, dass er sein Haus abgibt. Das habe ich so dargestellt, indem ich eine alte Mauer fotografiert habe und sie gemalt habe. Dann hat er 6 Teile von seinem Körper gespendet. Das ist einmal das Knochenmark, also Blut, Blutbildung, dann eine Niere, ein Teil seiner Leber, ein Lungenflügel und dann die Kornea, also Hornhaut, und ganz am Schluss sein Herz. Und dafür musste er natürlich sterben. Die Bilder, die Sie sehen, basieren auf elektronenmikroskopischen Aufnahmen dieser Organe. Jeder bildende Künstler freut sich natürlich, wenn seine Werke gesehen werden. Für meine Porträts von Schriftstellern habe ich einen besonders schönen, passenden Platz hier in der Röttgener Buchhandlung gefunden.